Was? Und damit hallo! Buffalo hat den Einsatz verpasst? Nö, passt schon. Das passt gut, wunderbar. Hier ist der Vegoraptor und ich stelle euch heute ein Spiel vor. Pretend Your City, was ein Cards Against Humanity-Klon ist. Wie wir schon sehen, sehen wir vier Leute, die sich gerade mal vorstellen. Ja, dann fange ich mal an. Ja, ich bin der Buffalo, ihr kennt mich ja, ne? Also gebe ich weiter. Eben. Hallo, ich bin No Gaming. Mich kennt man vielleicht auch schon. Von den Kanalvorstellungen zum Beispiel. Genau. Und mich ebenfalls aus den Kanalvorstellungen der Blue Uhu. Genau. So, jetzt ganz kurz hoffentlich die Erklärung. Immer langsam mit den Pferdchen. Das ist ein Kartenspiel für böse Menschen. Wir sehen hier die schwarze Karte, das ist unsere Vorlage. In dieser schwarzen Karte ist, wie man sieht, eine Leerstelle. Wir haben nun eine Reihe von weißen Karten und das, was auf den weißen Karten steht, wird in die Leerstelle eingesetzt. Man kann eine weiße Karte auswählen, dann Confirm Selection klicken. Und der Karzer macht das einfach nur. Beziehungsweise für Buffalo kann ich ja auch vorlesen, denn der kann kein Englisch. Ja, so ist es leider. Genau. Also wählt jetzt erstmal jemand aus. After years of searching, the crew of the Thousand Sunny has finally found that the One Piece is actually. Also Deutsch. Hier, direkt Anime. Nach Jahren der Suche hat die Crew der Thousand Sunny endlich herausgefunden, dass das One Piece in Wahrheit XYZ ist. Ah, in Wahrheit, ich weiß, was One Piece ist. Yeah. Gut. So, man wählt jetzt eine Karte aus und kriegt dann Selection. Du darfst nicht, richtig, weil du Card-Zar bist. Du darfst dafür aber gleich die Karte auswählen, die dir am besten gefällt. Ach so, und dann übersetzen wir nochmal, was alles heißt, ja? Das mache ich dann, ja. Keine Sorge. So, Leute, das ist Samstag, Samstag, Montagabend, tschüss. Montagabend, tschüss. Nein, das passt schon. Also, ich darf jetzt gleich gucken, was da am besten reinpasst. Genau. So. Mach mal. So, man nimmt den Uhu. Ja, ich habe auch schon eine Karte ausgewählt. Du musst noch Confirm Selection drücken. Unter dem schwarzen. Ja. Ach so, okay. So, dann lese mal vorne. Nach jahrelanger Suche hat die Kuda 1000 Zeilen endlich herausgefunden, dass das One Piece in Wirklichkeit feuchte Träume sind. Maple Syrup, hier, da. Weiße Kanada-Zuckerzeug. Hm? Mir fällt Maple gerade nicht ein. Und die Entdeckung des Monsterpornos. Das ist, glaube ich, Monsterporno, okay. Was war denn das erste nochmal? Feuchte Träume feuchte oder Träume. Zweite? Feuchte Träume, Ahornsirup und Monsterporno. Alter, ey, was habt ihr für Karten gepickt, ey? Wie? Ja, was anderes Gutes gab's nicht. Ich hab ja auch noch My Sex Life. Okay. Nicht verraten, ne? Das nur so am Rande. Ach so, okay. Sonst wissen wir, wann die von dir ist. Okay, jetzt darf ich irgendwelche eine auswählen, ne? Ja, eine anklicken und dann nochmal Confirm Selection. Ey, warte mal, wen nehme ich denn jetzt dazu? Ja, ich glaube. Feuchte Träume habe ich von dir. Achso. Let's go. So, habe ich ausgewählt. Okay. Ja, jetzt geht die nächste Runde los. Ach so, einer darf dann immer auswählen. Mhm. So, okay. Dann lese mal. Ich darf aussuchen gleich, okay. Das ist mein Leben jetzt gekommen. Ich übersetze einfach alles gerade mal. Mhm. Nochmal, was ich im Leben bekomme, oder was? Dazu ist es gekommen in meinem Leben. Achso, dazu ist es gekommen in meinem Leben. Okay, gut. Ach, Nippelblät, sieht auch gerne. Hört es ja auch gerne. Nee, warte, ich suche mir einfach mal eine Karte aus, was mir so am besten auf Englisch gefällt, sag ich mal. Ne? Ja, und Vegoraptor liest es dann später vor. Du hast das Problem, dass du den Kram nicht kannst, ja. Also, rate. Nee. Ja, ich nehme jetzt mal einfach irgendeine raus, die mir einfach auf Englisch besten gefällt, ja. Okay. So. So, also ich habe schon gedrückt. Warte. Ja. Ach Gott, Child Beauty Pageants, hier. Deutschland sucht das super Kind praktisch. So, die erste ist für Kinder. Das ist mein Leben gekommen. Inzest, das ist mein Leben gekommen. Das ist gut, ey. Ein Kronleuchter auf deine Gegner fallen lassen und das Seil hochklettern. Das ist mein Leben gekommen.
Das hört sich das super geil an, ey. Ja, dann such irgendwann aus. Ja! Ja, Mann! Punkt für mich, ihr Arschgeigen! So. Wer ist jetzt? Achso, wer ist jetzt dran? Achso, jetzt ist Blue sozusagen dran, ne? Als ja. Teil des Vertrags wird Prince nicht auftreten, ohne dass in seinem Raum ist. Als Teil seines Vertrags wird Prince nicht auftreten, ohne dass schwule Aliens in seinem Raum sind. Wird Prince nicht auftreten, ohne dass warmer, flauschig, weicher Muppet-Sex in seinem Raum ist. Wird Prince nicht auftreten, ohne dass Arsch zum Mund in seinem Raum ist. Das Spiel gefällt mir. Scheiße, ich kann Englisch, ich kann. Oh, scheiße, Mann, was soll ich nehmen? Sucht dir was aus. Geil. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, Amigo! Aliens, Sex. Schwule Aliens. Ey, auf das wäre ich auch. Ey, ist echt geil. Schwule Aliens. So, und was haben wir davon gelernt? So, was haben wir davon gelernt? Okay. Ja, ich glaube, ich habe was Gutes dafür. So, liebe Zuschauer, wenn wir zwischendurch nicht reden, das heißt, dass wir nicht verraten wollen, wer jetzt schon gepickt hat, ja? Mann, wir sehen, wer gepickt hat, unten links. Da steht nämlich Playing, wenn man nicht gepickt hat. Die Eule. Ach so, aber man weiß oben trotzdem nicht, wer es genommen hat, oder? Richtig. Wem von was gehört, ne? Trotzdem ist die Eule etwas flügellang gewesen, so. Was haben wir davon gelernt? Rügenwalder widerstuft kräftig, deftig, gut. Warum ist das deutsch auf einmal? Warum ist das deutsch? Weil das eine Blank Card ist, sieht man da. Okay. Also Strich drunter. Das heißt, die Card kann man selbst beschreiben. Achso, okay. Duftet kräftig, wird sich gut. Nippelklingen. Und sexuelles Interesse an ziemlich allem, was ein Loch hat. Das Spiel ist geil, das werde ich eh in der Welt bemerken. Ne? Ach, geil. Was nimmst du, ne? Was nimmst du? Das sexuelle Interesse natürlich. Oh, Bullshit, jetzt hat jeder Punkt. Yeah. Ja. So, during sex I like to think about. Was heißt auf Deutsch? Während des Sexes mag ich es an etwas zu denken, aber an was? Ach, während des Sings mag ich an... Ja. Ah, mag ich an was zu denken. Okay, mag, gut. Ja, mag ich es an was zu denken. Playing, playing, los geht's, playing. Quickie. Während dem Sex denke ich gerne an Quiche. An Quiche? Was ist Quiche? So praktisch Pastetenkuchen-Gedöns. So, ja. Also okay. Auflauf. Ja. Lecker. Während des Sex denke ich gerne an eine Dose von Wubas. Ich weiß nicht, was es ist. Während des Sex denke ich gerne daran, ein klein wenig zu pissen. Ich weiß, was ich nehme. Doch, sehr schön, danke schön. Das hat sich einfach am geilsten angehört. Das ist viel, ist abgefahren, geil. Scheiße, warum? Wer bringt mir Englisch bei? Meine Fresse. So, vorlesen. Kinder heutzutage haben ihre iPods und ihr Internet. Damals, in meiner Zeit, mussten wir uns noch mit rumschlagen. Ey. Kann es sein, dass man teilweise nur die gleichen Karten vorgesetzt bekommt hier? Nein. Ja doch, ich habe jetzt ja, schon zum fünften oder sechsten Mal der gleiche. Ja, das ist ganz das gleiche, ist das Thema irgendwie neu. Warte, ich guck mal eben. Ja. So. So, wir mussten uns mit ihren iPods und Internet. Damals mussten wir noch Zentauren nutzen, um die Zeit zu, um uns die Zeit zu vertreiben. Damals mussten wir noch The Reverend Dr. Martin Luther King Jr., keine Ahnung, zum Zeitvertreib. Damals brauchen wir noch Sexleben zum Zeitvertreib. Ja, war klar, ey. Der Blue kriegt sie wieder alle, ey. Sehr schön.
Übrigens sehr voll übersetzt, falls es irgendwen stören sollte, wenn man so sieht. Fletcher. Man kann einfach nicht nur eine haben, frei übersetzt. Eine reicht einfach nicht. Crotchtits, Titten, ja, was ist ein Crotchtits? Titten im Schambereich. Eine reicht einfach nicht. noch mehr da unten. Hier Taints, der Bereich zwischen Sack und Arschloch. Und so, und die warme, fleischige Spaßbröcke. Das wird geil. Eine reicht einfach nicht. Und ein liebevoller Latino-Lover. Oh, einer, ist auch viel zu. Einer reicht einfach nicht. So. Jawohl! Ja! Endlich! Ja! Ich glaube, du müsstest 18 plus auf das Video draufschalten. Übrigens nur so am Rande. Was? Ich glaub, du 18 plus? Ja, ja, ich glaube schon. Als ich geschissen habe, was kam aus meinem Arsch? Als ich geschissen habe, was? Oder was? Oh, ich weiß, was ich nehme. Was kam aus meinem Arsch, als ich geschissen habe? Warte. Ja, das ist gut. So. Aus meinem Arsch kam. Pool mit Afro. Die homosexuelle Agenda. Und Glover 4. Das wäre überaus praktisch. Oh, nee, ey. Mann, Blue. Ja. Geilo. Geilo. Oh, was ist das denn? Furry. Weiß jemand nicht, was Furry heißt? Buffalo. Ich. Ist praktisch ein Fetisch für flauschige Tiere. Das heißt, Leute, die Furries sind, verkleiden sich gerne wie Tiere und haben dann Sex zusammen. Es ist nicht furry, es ist mir lieber, wenn man es nennt. Ist nicht furry? Okay, ja. So, dann pick by. Jo. Es ist nicht furry, ich nenne es lieber Dr. Phil. Es ist nicht furry, ich nenne es lieber das Innere von Shreks Arsch. Oh, doch. Es ist nicht furry, ich nenne es lieber erotisches Rollenspiel. Lego hat einen Punkt. Ja, ich hab sogar zwei. Mhm. So. I roleplay. You can be. Okay. Ich spiele Rollenspiele. Ich spiele Person 1 und du kannst Person 2 sein. Also jetzt muss man natürlich 2 auswählen, ne? Also jeweils Confirm Selection. Eieieiei, was ist denn hier? Ne? Schauen wir mal. 2 Karten Selection, ne? Ja. Jo. Also eine auswählen, Selection nochmal. Selection. So. Ich werde den Power Glove Rollen spielen und du kannst Verhältnis sein. Verhältnis, ja, grob. Der Power Glove ist doch Powerhandschuhe, oder nicht? Ja, hier da dieses. Hat das irgendjemand auf der SNES oder war es die NES? Dieses komische, super eklig aussehende Ding mit ein paar Tasten drauf, was man so zur Gestensteuerung verwenden konnte, ganz früher mal. Ich werde Östrogenrollen spielen und du kannst 5 Pfund, nee, wahrscheinlich Pound, 5 Dollar Sandwiches sein. Also hier eine Footlong, lange Sandwiches, Subs praktisch. Ich werde den ehemaligen Präsidenten George W. Bush Rollen spielen. Du kannst sexy die Katze sein. Jetzt kommt's. Ja, war klar. Ja, geil. Hat er bei 10 gewonnen? Nee, bei 22, glaube ich, habe ich gesetzt. Also kann man alles frei auswählen. Ach du Scheiße. Okay. Mein geheimer Tumblr-Account, wo ich nichts anderes als poste. Hm.
mein geheimer Tumblr-Account, wo ich nichts anderes poste als ein Penis, der in die Hälfte geschnitten wird. Wo ich nichts anderes poste als den Fursuit, das ist besagtes Kostüm von Furries, in Febrés zu ersäufen. Oder fliegende Sexschlangen. Oh Mann, ich wollte schon weiter wählen. Flying Sex Snakes wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, sag ich doch. Ja. Da war mir sowas von klein. Flying Sex Snakes, ey, ihr habt doch nicht. Kaputt. Die heilige Dreieinigkeit. A, B und C. Ey, A, B und C. Ah, okay. Aber derjenige Karzer ist, da sieht das jetzt noch nicht, was da draufsteht. Ne? Nein. Gut. Niemand sieht das außer dir, wenn du die Karte ausgewählt hast. Naja, das ist gut. Finde ich auch gut so. Soll ja auch so sein. Und Leute, wenn ihr auch Bock habt, da zu zocken, ja, dann werden wir auf jeden Fall hier noch einen Link drunter packen, wenn ihr wieder unter ein Video, oder? Jo. Dann sollen sie mal auch mal loslegen. So. Ass kick on the... Ey, wollt ihr mich verarschen? Wo kriegt ihr eigentlich die ganzen guten Karten her, ey? Die Einigkeit, Hooters. Hooters. Es ist ein Restaurant, es ist auch noch was anderes. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Surfdom, hab ich auch keine Ahnung, und Bibelschwarz. Hoch und runter zu titschen. Das kleine fette Kinn von Axelworld. Und ein fetter mittelalter Mann im Seglerkostüm. Die M16, das M16 Sturmgewehr, Sport und ein Lippenkuss. Der nimmt eh das fette Kind. Nein. Ja, Blue, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Hau ab. Das ist eine Story, ja? Du treibst Sport mit einer M16 und küsst sie auf den Mund. Naja, ist klar, will ich jetzt auch sagen. XQIM, wer? Was? Excuse me, das ist so eine Formel, die man halt gar nicht verwenden kann im Deutschen halt hier. Ey, Alter, pass auf, ich bin ein Wer. Achso, okay. Kann ey, man, glaube ich, so sagen. Okay, gut. Warum habe ich eigentlich fast immer meistens die gleichen Karten? Da geht mir voll auf den Sack. Sollte kommt immer random, die müssen, ne? Ja, die kommen random. Aber die müssen eigentlich gut gemischt sein. Bei mir kommt eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Ja. Das ist so 90% oder so. Okay, so, dann lese noch vor hier. Ich bin ein Wer. Regel 63. Death the Kid, Todes Kind oder was? Keine Ahnung. Nee, Death the Kid Tod ist den Kind. Anime, Soul Eater. Also, okay. Ich hab Regel 63 gerade nicht im Kopf, also hier Rules of the Internet. Okay. Na egal. Ich glaub irgendwie, wenn es Porn davon gibt, wirst du ihn finden, wenn ich beginne mit Uploaden oder sowas in Richtung oder was. Also, okay. Irgendwas davon. Zottelpenis oder Hitlers Zug? Ich glaube, wer, das weiß ich schon, genau. Ja. War mir sowas von klar. Oh Mann. War mir sowas von klar. Fuck. Get. Das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Kann ich auch gar nicht ohne Kontext. Fuck. Fuck. Huh? Get. Ja. Oh. Boah, ne? Dürfen wir jetzt zwei wählen, ne? Mhm. Ja, So. Frischer Spargel. Gut. Ne? Fuck Furries. Scheiß auf geile Furries. Nimm mir lieber enorme skandinavische Frauen. Das ist auch geil. Ja. Scheiß auf spektakuläre Brustmuskeln. Kriege den größten schwarzen Penis. Scheiß auf Bananensushi. Und gib dem Präsidenten einen Blowjob. Oh, gut. Oh, Mann. Schwarzer Penis, pass auf. War mir sowas von klar. Ja. War mir sowas von klar, schwarzer Penis, wie er klar kommen muss. Großer Schwarzer. Großer, ja. Du solltest dich in Acht nehmen. Ei. Das sind wieder 90% dieselben Karten. Naja, keine Ahnung. Passiv-aggressive Post-its. Du solltest dich in Acht nehmen. Die
Scheißüberreste von Taco Bell. Du solltest dich in Acht nehmen. Auf andere Leute springen. Du solltest dich in Acht nehmen. Was nehme ich denn da? Jetzt kommt. Ich glaube, ich nehme das. Oh, Mann, ey, ich bin wieder der letzte Loser hier, ey. Gibt's doch nicht. Wo ich ein Kind war? Als ich ein Kind war, hatten wir in Lunchables nur drei und Lunchables sind hier Lunchpakete praktisch, ne? Ja. So. Ja. Butterbrotsoßen. Genau. So. Fertig. Ja, am Leuchter. Ey. Na, irgendwas muss ich doch sagen, ja? Ihr macht mich doch gerade fertig ohne Ende. Ja, nur, wenn du die Karten nicht richtig auswählst. Ja, das ist wieder klar. Immer auf den kleinen Buffy. Big Twister. Als ich ein Kind war, hatten wir in unseren Brotdosen nur einen Falken mit der Kiste um den Kopf und den Teufel selbst. Also drei Falken mit Kiste auf dem Kopf und die Teufeln selbst. Hat mir nur drei großbrüstige 40 Jahre alt, die ein Bikini 14. anhaben und ein Eis lutschen. Und Spannung. Hat mir nur drei temporpedische schwedische Schlafsysteme. Und verworrene Schnüre da. Slinkies, wenn mir die Worte nicht einfallen. Hier, ja, Mann, ich kriege immer einen Punkt. Ja. Ja, komm, der sei mir gegönnt. Das ist klein. Gönn dir einen. Ich sage allen, dass ich kein Furry bin, aber ich habe recht viel gezeichnet. Gezeichnet? Okay. Kein Furry bin, aber ich habe viel, lot of, okay. A lot of, motherfucking, so. Ich sage an, dass ich kein Furry bin, aber ich habe ziemlich viele mehrfache Stichwunden gezeichnet. Ziemlich viele offensiv stereotypisierte afrikanische Tiere gezeichnet. Ziemlich viele Frauen in Joghurt-Werbung gezeichnet. Bitteschön! Dankeschön. So, was haben wir denn noch am Start hier? Wer hätte gedacht, dass ich aus so gut leben könnte? Was? Wer hätte gedacht, dass ich von so gut leben könnte? Achso, okay. Ah. Mein Gott, was sind hier für Sachen, ey? Wer hätte gedacht, dass man von Domino's Oreo Nachtischpizza so gut leben könnte? Wer hätte gedacht, dass man von hier Kleiderbügel ab. Ja, ne? Abbrüchen. Ach man, deutsches Wort. Nope, fällt mir gar nicht ein. Halt hier, ne? Schwangerschaftsabbruch. So gut leben könnte. Wer hätte, dass man von Kartenspielen auf Motorrädern so gut leben könnte? Kartenspielen auf Motorrädern. Oh, gut, ey. Dritte Witz wahrscheinlich, ne? 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 Oh, Mann! Oh. Bullshit TV! Ja, ich weiß, dass ich ziemlich viel meinen Favoriten habe, aber ich bin nur da wegen der Kunst. Mein Gott. Was sind da für Sachen hier, ey? Seltsame Sachen. Hau in die Tasten. Ja, mach ich ja schon. Bin schon fertig. So. So, Bluhu, gibst du mir keinen Punkt? Ne? Diss ich deinen Channel. So. Kann man sagen. Egal. Ja, ich weiß, dass ich ziemlich viele Holzfäller-Fantasien in meinem Vorräten habe, aber ich bin nur wegen der Kunst da. Dass ich ziemlich viele historisch schwarze Colleges
mein Favoriten habe und so weiter und so fort. The Care Bears, der Glücksbärchen, das heißen die auf Deutsch, glaube ich. Kennt ihr irgendwer? Na ja, sicher kennen wir Glücksbärchen. Glücksbärchen strahlen los! Glücksbärchen ist in meinen Favoriten habe. Ich bin nur für die Kunst da. Ich glaube, ich nehme das hier. Och, man! Hey. Oh. Hey, habe ich mal Glücksbärchen genommen und Blue nimmt's nicht, weißt du? Ist klar. Du bist so ein Arsch, weißt du das? Ja, sorry, ich weiß es ja nicht. Das ist die Sorte Mann, die ich war. Was? Das ist die Sorte Mann, die ich war. Da steht da The Kind? The Kind, die Sorte, die Art. Ach so, okay. The Mann, die ich war. Hm. So, fertig. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber einfach mal rein tun. Fuck you on your little asses. Fuck you on your little asses. Die gesamte Kiste Pocky in einem einzigen Bissen essen. So war ich damals. Kann man, glaube ich, auf Deutsch besser sagen. Der Gartender, so war ich damals. Eine echte Echse, die Blut aus ihren Augen spritzt, so war ich damals. Echte Echse, die Blut aus ihren Augen spritzt. Ja, ich weiß schon, was es wird, die Echse wahrscheinlich. Ah, doch, ich, jawohl! Doch, oh, ja. Mann. Ich leg so ein bisschen was Wert auf Syntax. Und dass es überhaupt zur Karte passt. Ja, dafür ich kein Englisch kann und irgendeinen Scheiß auswählen. Okay. Wie hältst du einen Hund davon ab, dein Bein anzuspringen? Ah, aber denk also zu B springen, ne? Hier. What kommt jetzt? Alter, die Karte ist ja geil. Jetzt kommt. Wie kriegt man einen Hund dazu, aufzuhören, dein Bein anzufallen? Mit einer Tüte von magischen Bohnen. Nackt durch ein Einkaufszentrum laufen und überall hin zu pissen und zu scheißen. Mit Kriegsamputationen. Der zweite ist immer da. Ja. So, no gaming. Danke. Oh Mann, die geile Rettung, geil. Das von Run It Naked war, glaube ich, bestimmt von Blue oder so. Ja. Ja. Sag ich doch. Deswegen habe ich gesagt, nee, dann nimmst du jetzt nicht. Besser nicht, ne? Ja. In einer Pressekonferenz hat Obama aus der Tasche gezogen und das hat jeden überrascht. Ich hab was ganz Gutes. Jetzt lachen, ich hab was ganz Geiles. Guter Schwegoraptor dabei, aber sonst wüsste ich, könnte ich gar nicht lachen. Kein So, wer gerne Englisch lernen möchte, einfach einen Vegoraptor anschreiben, der bringt es euch bei. So. Nicht, genau. Zu jedermanns Überraschung hat Obama auf der letzten Nachrichtenkonferenz einen 30 Jahre alten Mann, der mit Kayon besessen ist, aus seiner Tasche gezaubert. Hat Obama Bienen aus seiner Tasche gezaubert und den amerikanischen Traum aus seiner Tasche gezaubert. Jetzt komm ich zu Bies. Nee, ja, Mann, ja! Oh, Mann! Yeah! Ja, Mann! Der Buffalo holt auf. So, später der Abend, so besser verstehe ich das ein bisschen. Wenn es um Hentai geht, galt mich nichts mehr auf als... Wenn es um Hentai geht? Was ist ein Hentai? Hentai ist Hentai. Praktisch hier dieses... Kennst du nicht diesen Stereotyp von wegen kleines Mädchen wird von Tentakeln vergewaltigt? Das ist Hentai. Und eigentlich alles, was irgendwie im japanischen Stil gezeichneter Porn ist. So. Warum ist meine Karte jetzt kleiner? Achso, jetzt, ja. Ja. Wenn es um Hentai geht, galt mich nichts mehr auf, als Hai von Badesalz zu werden. Also hier diese komische Superdroge hinter euch. Und Ronald Reagan. Galt mich nichts mehr auf als Ronald Reagan. Galt mich nichts mehr auf, als auf die Heirat zu warten. Ronald Reagan wird es wahrscheinlich, ja? Eins. Ja, Mann! Yay! Ich hab das Sinnloseste genommen, was es gab. So, gut. Mein Hm ist so groß. Mein Hm ist so groß. Ui. So. So. Oh, Mann.
Ihr habt viel bessere Karten als ich für Soldat. Ich hab die ganze Zeit nur die gleichen, wie, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Meine Eieruntersuchung ist zu groß. Mein Indianer-Töpfen ist zu groß. Mein durch die Gegend töpfen ist zu groß. Ich glaube, dein Erste. Dein Erste wird's glauben. Nein. Mein Indiana Jones. Ja, Mann! Ja! Yeah. Oh, Mann! Fuck! Einfach was, so mal als Analogie wahrscheinlich gedacht. Ja, genau. Was da hab ich mir schon was gedacht, warum ich den genommen hab. Ja, was ist das Schlimmste, was man der Polizei ins Gesicht sagen kann? Oh, ja, jetzt hab ich auch so. Jetzt kommt's. Apokalypse Zero ist auch scheiße, ne? Ja. 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 So. Schua. Wie viele Leute zocken das eigentlich? Ja, relativ viele. Was ist das Schlimmste, was man jetzt da sagen kann? Du Trottel. Okay. Orifices. Irgendwen blutig und geschunden zurücklassen. Gonzo. Okay. Wer ist Gonzo? Gonzo. 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 Von der Waffetichte. Gonzo. Keine Ahnung. Mit Weihnachtsgeschichte. Echt? Weihnachten von euch? Keine wer ist Gonzo? Ja, das ist so ein blauer Flausch, was auch immer, so eine Handpuppe. Also, okay. Von den Muppets. So, Blue. Ja. Hey. Dankeschön. Bitteschön. Du Trottel und Gonzo war mir einfach ein bisschen zu lasch. Ja, ich hab ja nichts anderes hier. Ich hab gerade auch ein bisschen schlechte Karten, aber egal. So. Vorlesen? Ja, der Stand, auf den ich mich auf der Anime-Convention, keine Ahnung, irgendwelche Convention, dieses Jahr am meisten freue, ist. So. Hups! Das sind erhitzte Debatten über menschliche Genitalien gegen tierische Genitalien. Mädels, die immer texten. Und der feuchte, anspruchsvolle, was auch immer, seines Mundes. Oh, <gut. lacht> Ja, dann war klar. Warum nicht der Erste, du Trottel? Das hat mir nicht gefallen. Oh Mann, ey. She's up all night to get fun. She's up all night for und so weiter. Halt hier Lied, ne? Up all night for good fun. I'm up all night for. Yeah, gut, dann nehmen wir den. Das ist doch hier Get Lucky, ne? Hm, genau. Ja. Ich wusste, das Lied habe ich schon zu oft gehört. Naja. She's up all night for good fun. I'm up all night for. I'm happy. No. I'm happy. She's up all night for good fun. I'm up all night for Hump Day. Ficktag, Penis Night und Plotrüstung. Das heißt ein Hump Day? Ja, hier, Ficktag. Ah! Das ist auch gut gewählt, ey. Danke! Bitte, bitte. Das ist eine Taktik hier. Fragen, was ist das, was wir selber ausgewählt haben? Ja, man muss ja ein bisschen taktisch spielen hier, ne? Spielen das auch Leute einfach ohne miteinander verbunden zu sein, einfach nur so? Ja, ja, ne? Ja. Okay. Das heißt, dass du im Los Angeles Gefängnis 20 Zigaretten für eintauschen kannst. Sag ich 20 oder 200? Keine Ahnung, 200 sind es auf jeden Fall. Kann man ja lesen. 200. Oh, das wird aber ein langes Session hier. Jo. Das heißt, dass man im Los Angeles County Jail 200 Zigaretten gegen Clowns-Dripper eintauschen kann. Gegen Vogels. Und gegen Sarah fucking Palin. Ich glaube, Clowns-Dripper ist witzig. Dry. In der Tat. Ja, sag ich doch. Clowns-Dripper wird. Nice. Das war mir so. Punkte. Ja. Hashtag Liebe für Now Gaming. Genau, Hashtag. Kommt alle auf meinen Kanal, übertrieben. Ja, nicht. Ja, gut, ich werde auf jeden Fall auch, warte, Moment noch, ja. Ich werde auf jeden Fall Vegoraptor, Blue und Now Gaming unter die Video auch verlinken, fertig. Dann könnt ihr auch da mal nachschauen. WhatsApp für die Person, kann er heute überreagiert?
auf seinen Kanal heute überreagiert. Überreagiert, okay. Ja. Der. Warum muss PewDiePie eigentlich auch noch im Kartenspiel dabei sein, verdammt nochmal, ja? Nicht. Reicht der nicht, dass er schon 35 Millionen Abonnenten hat? Nein. Muss er noch im Kartenspiel dabei sein? Eieieiei, leck mir die Eier, ohne Mist. Ich hab gerade echt schlechte Karten. Worüber hat PewDiePie heute auf seinem Kanal überreagiert? Einen kleineren, weißeren Penis. Okay. Hier ein Essstäbchen in einem Pee-Hole einzuführen, genau, ja. Okay. Gott, Fleckes, ja, hier die entspannten Penisse des Kongresses, die in ihren Anzughosen vor sich hin vegetieren. Ja, was nehme ich denn jetzt? Was nehme ich denn jetzt hier? Was nehme ich denn? Nein. Da. Bitte schön. Danke. Oh Mann. Oh Mann, ey. Oh, ja, der hat mir einfach am besten geklungen. Mm. Die anderen sind alle so Penisse, viel zu einfach hier. Das war alles Penisse. Was ist Japans Nationalsport? Nationalsport? Ja, also national hier Unterhaltung halt, Freizeitbeschäftigung. Oh mein Gott, wenn ich mal lesen könnte, was das heißt. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber ich hau's einfach mal rein. Ja, ich schau auch, hier, ich schau's auch einfach mal rein, so. Fette, schweißige Otakus, also Nerds praktisch. Das ist auch gut. Apocalypse Zero, das ist von Buffalo, das weiß ich. Och nö! Du hast davon gesprochen, das ist ein Fehler. Scheiße. Und Geschlechtskrankheiten bei Conventions einzufangen. Eins oder drei wird sie mit in Unternehmen leben. Eins, so. Zwei oder drei. Nee, zwei brauchst du gar nicht sagen. Eins oder drei. Eins, drei oder drei. Wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, war mir klar. Oh Mann. Warum muss Velociraptor eigentlich direkt sagen, dass ich da bin, obwohl er noch gar nicht der Kartenproducer ist oder so, ja? Katze! Klappe! Grand Theft Auto. Weil ich ein böser Mensch bin. Grand Theft Auto. Okay, hab ich schon. Oh Mann, hätte ich gerne auch mitgemacht. Grand Theft Auto. Benutzte Unterhosen. Automaten. Stranger Danger. Und wirklich, wirklich Disney's Robin Hood mögen. Warum nehmen wir das eigentlich? Das war so total deplatziert. Blue, du Arsch. Ich weiß schon, wen ich als diesen nicht mehr nehme. Mann, ich weiß noch nicht, wen ich da picke. Na, wie romantisch. Was wäre Liebe ohne? Ohne? Ja, denke ich dann mal. Das ist gut. So. Was wäre Liebe ohne motherfucking Wölfe? Was wäre Nein, Liebe ohne Vegetas süßen Ziegenbart? Okay. Was wäre Liebe ohne schwer tätowierte, keine Ahnung, Yakuza-Handlanger? Also praktisch Japanomafia. So gut, ey. Oh Mann, ey. Was wäre Liebe ohne Wölfe, in der Tat? Oh, jawohl, oh. Endlich! Nach einer langen Durststrecke. Wir müssen den eigentlich den Vego mal einholen hier. In der heutigen Drifter tief reingeschaut Episode. Wir werden uns ansehen. Reingeschaut Episode? Was ist ein Drifter? Ich kenne das gar nicht, ey. Drifter, keine Ahnung, irgendein Kanal. Und in der halt hier, ne? Tiefer Einblick. Naja, tiefer Einblick im Asshole, Motherfucking oder sonst irgendwas. Kommt gleich. Also. In der heutigen Drifter-Episode werden wir uns einen tiefen Einblick in Toni Morrisons Vagina verschaffen. Werden wir uns einen tiefen Blick in einen Elpen, der mit einem Blumentopf zu Tode geprügelt wurde, verschaffen. Hart. Wir werden uns einen tiefen Einblick in jede einzelne Kopie von Ninja Resurrection einfangen und in Brand stecken. Anschauen. Keine Ahnung. Jawohl! Yeah. Der war mir einfach, das war einfach hart und krass einfach. Der war gut. Ja. War echt gut, ey.
Die Inspiration hinter der letzten Hitshow ist. Also hier, ne? Hier, ne? Die ultimative Tatshow, der Kram. Ja, ja. Die Inspiration der letzten Chartshow ist English. Ist in den Sonnenuntergang zu reiten. Lady Gaga. Alles nämlich scheiße. Eine schlechte Karte. Was soll denn dieses Englisch sein, ey? Schlechtes Englisch. Als hier. I think I spider, so nach dem. Ja, Motto. Mann! Ja! Hat wirklich ein bisschen mehr Sinn ergeben. Ja. Aber halt hier Worte übersetzen und Englisch generell schlecht. Ja. Wenn ich ein magisches Mädchen wäre, würde mein süßes Maskottchen, Gehilfe, Gedöns ein sein. So. Leute! Hm. Ich habe doch meine Facecam an, ne? Hm. Ja gut, ne? Schad nix. Ja. Wenn ich ein magisches Mädchen wäre, wäre mein süßes Maskottchen ein Masernausbruch. Warte, nee, Röte mal. Halt, böse Krankheit. Okay. Wäre mein süßes Maskottchen Graf Chocula. Ja, man sieht mal das Goldchen ein. Was? Eine Haufen Scheiße. Scheiß Weihnachtskarte ohne Geld drin. Wahrscheinlich der dritte wird's wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Ja, war klar. Liebe für Now Gaming. War klar, ey. Verdammte Scheiße. Bloß, wir machen gemeinsame Sachen mit Now, Mann. Ich hätte nie gedacht, dass so angenehm ist. Oh. Jetzt kommt's, ey. Der lacht sich jetzt schon einen weg, Mann. Ja, normal, ich versteh's ja auch. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass eine Fontäne aus Kotze so angenehm wäre. Was ist das denn, ey? Ich hätte nie gedacht, dass außerhalb des Weißen Hauses nackt mit einem Revolver in der Hand stehen so angenehm wäre. Ist auch gut. Ich hätte nie gedacht, dass in der Lage zu sein, wer dann. Nee, deine. Moment. Freunde zu dass deine Freunde. Nee. Ja, mach du mal. Nee, keine Ahnung. Ich hätte nie gedacht, dass deine Freunde ihn durch den Geruch ihres Arsches identifizieren können, so angenehm wären. Nope. Ja. Ja, Mann, danke! Das war sowieso das Geilste. Das war so übertrieben das Geilste. Eine Fontäne aus Kotze, jawohl. Eine Fontäne aus Kotze kann er nur Kackkarten. Mhm. MTVs neue Reality-Show zeigt 8 zufällige Stars, die mit leben. Living this, okay. Reality Show 4 to 8, washed up, celebrities living this. Okay, da hätte ich auch noch. Wish. Wow. Cheese, also heißen Käse, ja? MTVs neueste Reality Show zeigt 8 zufällige Stars, die mit heißem Käse leben müssen. Die mit Sean Connery leben müssen. Die mit, ich werde dieses... ich werde im Telefon von dieser Antworten, Lilly, leben müssen. Was? Was war der letzte? Hey, was? No sense. Ich werde demnächst ans Telefon gehen, Lilly. Ja, passt irgendwie gar nicht da rein. Nö. So. Yeah. Da war irgendwie. Oho, was tust du? Du musst hier mal ein paar von den behinderten Karten loswerden, deswegen schmeiße ja, ich jetzt sinnlose Sachen rein. Was ist GLaDOS nächstes Testobjekt? So, wenn ich das jetzt mal verstehen würde, keine Ahnung, dann würde ich mir wahrscheinlich wegladen. Was ist gerade das nächste Testobjekt? Große, süße Pfötchen. Die Alpha-Schlampe, Dan Green. Die Alpha-Schlampe wird's, ja, glaub mal. Sag ich doch, die Alpha-Schlampe wird's.
Der hat schon 12 Punkte, verdammte Scheiße. Verdammt. 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 Lass uns zu den Klängen von abrocken. Ei. Keine Ahnung, was der heißen soll. Lass uns zum Klang von Dino-Attacken abrocken. Begrabter attackiert und so weiter. Lass uns zu den Klängen von Schmusen abrocken. Lasst uns zu den Klängen vom Kick, den du davon bekommst, Obdachlose zu strangulieren, abrocken. Der letzte wird's wahrscheinlich, ey. Ja, das ist so Der letzte wird's wahrscheinlich, ey. Das ist so heftig. Doch nicht, oh. No! No, Gewinn! Ja! Ja, aber nur, weil Vegoraptor das Ziel war. Ja, Mann. Das Leben der Indianer hat sich für immer geändert, als der weiße Mann sie vorgestellt hat. Ach du Scheiße. Oh Gott, das Leben der Indianer hat sich für immer verändert, als der weiße Mann ihnen Twincest gezeigt hat, also Sex mit Zwillingen. Als ihnen der weiße Mann, ja, brennend sein gezeigt hat. Two Knots, ja, Knot. Hm. Kein Plan, Knoten in der Regel eigentlich, aber ich glaube, das ist eine Furry Card, also sind da wahrscheinlich irgendwie, ach was weiß ich, irgendwas mit Penis. Winchest. Ja, jawohl! Na klar. Okay. So, jetzt kriegt NoGaming wieder seinen Punkt. Bei der zweite wäre eigentlich historisch korrekt. Ach, was soll's. Er seinen zwei Penissen gezeigt hat, oder meinst du jetzt? Nee, das ist hier brennen. Was heißt denn so Kawaii? Was? So süß. Kawaii ist also. Hier quasi japanisch. Ja, wer packt den japanischen Englisch rein? Den das ist eine Anime-Karte. Was denkst du, was da hinkommt? Ja, ist mir doch egal. Ja, jetzt kommt's, ey. So süß, ja, was ist so süß? Der Arsch vom Präsidenten, oder was, ey? Keine Ahnung. Oder der Arsch vom Hund. Dein Arsch. Passable Transen sind so süß. Mhm. Eine meinerförmige Kiste ist so süß. Mhm. Von Reddit Pyongyang gebannt zu sein ist so süß. Also hier, ne, Nordkorea, Pyongyang. Oh, hey. Passable Transvestiten. Hm? Ah, Mann. Wollte eigentlich NoGaming geben, was hattest du gehabt? Man-Shaped Box. Also, okay. Was the fuck ist... stimmt bei dir nicht? Ja, was verdammt nochmal stimmt nicht bei dir, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich nehmen soll. Ja, ich glaube auch nicht so richtig. Egal. Aber... von der Meerjungfrau in die Eier getreten werden. Wie geht das denn? Was weiß ich. Genau, Vogelanatomie. Und 120 weiße Schlossbürger essen. Das sagt überhaupt nichts mit den Karten. Dankeschön, ja. Ihr holt auf. Naja, NoGaming ist ein bisschen weit abgeschlagen, aber kommt noch. Ja, ja. Der kommt noch. Billy Mays hierfür. Was? Billy Mays ist ein Reporter, glaube ich. Oder ist es irgendein Fernseh. Ist hierfür irgendwas, ne? Also, okay. Ja. Hier spricht Random Reporter und ich berichte über. Praktisch. Okay, bin fertig. Hier spricht Billy May und ich rede über viele, viele Schwangerschaftsabbrüche. Und ich rede über die Hausfrauenpflichten. Und ich rede über schlecht geschriebene Star Wars Fanfiction. Wie schon, du gedrückt, was soll der Scheiß denn? Kannst du mal aufhören zu drücken, bevor er das nicht gelesen hat? Och Mann. Blank by Bad Dragon. Okay. Was auch immer das ist. Meine, es ist eine Furry-Card, also wahrscheinlich irgendwie so ein Furry-Utensilienkram, Dildos, irgendwas in der Richtung, keine Ahnung. Ja.
Verpixelte Bukacke. Vom Bettel. Mäßig bis schlimmer Gelenkschmerz. Vom Bettel. Diecast, keine Ahnung. Halt dein Gundam-Modell durch die Flugsicherheit zu bringen. Bukacke. Oh, nicht Juhu, Juhu, down! So. Du. Achtung, Achtung, Bohrer von rechts. Ich hebe ab, ich flatter mit den Flügeln. Achtung, Bohrer von rechts. Boah. What? Sag nicht, es ist schlecht, bevor du es versucht hast. Hey, okay, sag nicht, bevor. Okay, gut, gut, gut. Ogami Sex Toys, ja, das brauchst du nicht vorlesen, weil es Ogami Sex Spielzeuge schlecht sind, bevor du es versucht hast. Sag nicht, dass unidentifizierbarer Sarkasmus schlecht ist, bevor du es versucht hast. Sag nicht, dass Crickens Spaßhaus schlecht ist, bis du es versucht hast. Ah, was wisst ihr? Was könnte es werden? 2 oder 3. Was könnte es werden? Ob du gebeamt wirst oder nicht, das sagt dir gleich das nicht. Nicht. Hey. Oh, nein. Blue. Na, Mann. Wir müssen den Blue in den Arsch drehen. Ich bin ungefähr 50%. Ey. Okay, hab ich. What the motherfucking hell ends all living you? Ich bin zu etwa 50% peinliche Craigslist-Werbung. Ich bin zu etwa 50% Sarah Palin. Sarah Palin. Hey. Ich bin zu etwa 50% liebevoll gerenderte Drachenarsch. Der dritte wird zwar klar. Warum muss man Blutig scheiß geilen Garten kriegen, ey? Keine Ahnung. Ja, jetzt hab ich gerade irgendwie Lauf gerade wieder. Ja. Fuck you all. Warum bin ich so klebrig? Warum bin ich so klebrig? So klebrig, so klebrig. Zeus Libido. Ja, Sex mit Einverständnis. Soldat A. Das ist alles voll sinnlos. Du kannst so sinnlos reingeschmissen, ey. Ich glaube, ich klebrig. Sex sind eigentlich sinnvoll, ne? Nach dem Sex ist mir ein bisschen was klebrig, in der Regel. Ja, okay. Wenn man es richtig macht, genau. Natürlich. Warum bist du so klebrig? Ja, Soldat A. Soldat A. Ja, gut. Ne? Das Gesicht explodiert, ja. Bitte schön. Ja! Vejo Rafto, dankeschön. Kein Problem. So, if you can't handle, you better stay away. Wenn du nicht mit A klarkommst, solltest du die Finger von B lassen. Okay, wenn wir nicht A klarkommen, dann können wir B lassen. Ah, 2 Karten jetzt, ne? Ja. Wir spielen schon fast eine Stunde. Boah, echt jetzt? Mhm. Oh Gott, da muss ich echt. Ey, Leute, das schneide ich auf jeden Fall in 3 Parts auf. Das mach ich lade keine Stunde hoch, verdammt nochmal. So. Nee, ich auch nicht, das geht ja nicht. Huch, du lädst auch hoch? Ja, wir laden alle hoch. Ja, ich habe zwar den Anfang ein bisschen verpasst, aber den werde ich dann dazu brennen, ne? Also so dazu schneiden. Ach so. Warum schon? So. Wenn du nicht mit aktivem Zuhören klarkommst, solltest du mit geringeren Lebensstandards gar nicht erst anfangen. Wenn du nicht mit Molotov-Cocktails klarkommst, dann solltest du dich von dem verfickt schlechten, dummen Gesicht meines Vaters fernhalten. Oh, gut, ey. Wenn du nicht mit dem Körperkissen von Captain Harlock klarkommst, dann solltest du ein teures Leihkostüm gar nicht erst versuchen. Juhu. Oh, schon wieder diese Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ey. Kannst du mal aufhören, den Blue alles im Arsch zu stecken hier? Aber es macht so viel Spaß. Ja, ich steck mir gerne Dinge in den Arsch, ne? Der macht den nackten Propeller und dann kommt er von hinten reingeflattert. Oh mein Gott. Würdest du lieber A lutschen oder von B gefügt werden?
Was würdest du lieber von was? Würdest du lieber A lutschen oder von B gefickt werden? Also, okay. Ei. Von A lutschen und B gefickt werden. Ei. Was ist das denn, ey? Unter 18 gilt das hier nicht. Oh Mann, ich hab voll Kacke-Karten jetzt gerade eben. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ja, da sagt er jetzt extra und dann hat er voll die geilen Karten, pass auf. Nee, nee, ich hab Kacke. Ja, der spielt mit Brain, weißt du? Nee, ehrlich. Ach Gott. Würdest du lieber die feine Linie zwischen... Ja, Feral. Ah. Keine Ahnung, halt hier irgendwie so quasi Tier 6 und richtig bestialischer Tier 6. Oder von einem... Oh Gott. Achso, Getting Really Violent Big Silverback Gorilla, okay. Gewaltig von einem Silberrücken-Gorilla werden. Würdest du lieber Apfelmittel schlucken? Oder von einem... Robot, der Liebe lernt, gefickt werden. Keine Ahnung, ganz frei übersetzt. Würdest lieber Natascha den menschenähnlichen Husky lutschen oder von Jesus Otakus enormen Lippen gefickt werden? Hä, warum kann ich gerade immer nur eine Karte auswählen? Du musst nur eine auswählen. Ja, also die zweite kommt direkt zusammen dazu. Die sind im Rahmen jeweils. Ja, das war am besten, ey. Ich fand der letzte am besten, ey. Ja, meins war in der Mitte. Meins war das erste. Ja, war logisch, ne? War die am besten, ey. Neuen selbstproduzierten Album. Rappt Kanye West zu den Klängen von. Ach ne, geht ja nur eine Karte. Oh Mann. Ja. Scheiße, ich hab nur mehr zwei. In seinem neuen selbstproduzierten Album rappt Kanye West zu den Klängen von Mario, der Bruder als Sonic abmurkst. Von Stephen Hawking, der ist, ja, hier, Talking Dirty, sollte man klar haben. Halt hier, ne, sexy spricht. Anime News Network. Zu den Klängen von Anime News Network. Hallo! Ich nehm dich gleich, ja? Ach, das war ja nicht, das kommt ja nochmal, also. Grüße, Mensch, ich bin Bot. Führe Programm aus. Was weiß ich. Ey, wenn ich das mal wüsste. Ui. Grüße, Mensch, ich bin, du wirst kotzen, Robot. Führe Programm aus. Ich bin der frohlockende Roboter. Führe Programm aus. Ich bin Waffenroboter. Für Ihr Programm aus. Oh, no, Mann. Liebe für Now Gaming. Sauber. Oh. Ja. Ich hab erst 9 Punkte, was willst du? Eben. Nee, der darf gar nicht hochkommen, der muss unten bleiben. Lutsch my dick, Brave. So. Ja. Ich weiß nicht, was das heißt, aber egal. Rein damit. Du wirst es gleich wissen, wahrscheinlich. Ja. Hoffe ich mal. Lutsch mein Strichmännchen-Porno. Lutsch meine Fangpötchen, keine Ahnung. Und okay. Lutsch meine Badass-Nunchucks. Hier, ne? Da hier, ja. Japano. Ja, die Waffen oder so, ne? Ja. Ja, Stickfigur-Porn wird es wahrscheinlich, war klar, ey. Ja. Stickfigur-Porn, ey. Strichmenschen-Porno, Alter, fick dich doch, ey. Oh Mann, ey. Ach, ja. Boah, der Blue, der räumt sich gleich alles ab. Der braucht nur noch 5 richtige Antworten, hat er gewonnen, Mann. Der ja, ist doch nicht letzte schlimm. Kannst Eintrag verlieren? In meinem Suchverzeichnis. Was? Der letzte Eintrag in meinem Suchverzeichnis. In meinem Suchverzeichnis? Suchverzeichnis. Also, Suchverzeichnis, okay. Was ich zuletzt... Fucking on the irgendwas oder keine Ahnung. Ist klar. Ach, Mann. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt mitnehmen sollte. Mein Schwanzloch. Kamikaze-Piloten. Und wirklich, wirklich auf Monster stehen. Ja.
Ja. Nein! Oh Mann! Und ich dachte, ich hatte eine schlechte Karte, Alter. Und ich hab gedacht, ey, ohne Scheiß, wenn ich die erste Karte nehme, nehme ich wieder Blue. Oh Mann. Scheiße. Ich hab gezinkte Karten. Wissenschaft wird niemals den Ursprung von erklären können. Ei. Wissenschaft wird niemals den Ursprung davon erklären können, dass Rimming ziemlich cool ist. Weiß jemand nicht, was Rimming ist? Ich weiß nicht, was Rimming ist. Zungenarsch. Das war klar. Frag mich bitte nicht, woher ich das weiß. Wissenschaft wird niemals den Ursprung des Castillas Explosionssalats von Chili erklären können. Wissenschaft wird niemals den Ursprung der Wii U erklären können. Danke. Bitte? Gesundheit. Ah, klar. Jetzt stöhnt der Wappel nur noch. Game of the Year Edition. Ah, mein Gott, ey. Keine Ahnung. Eselshows, Game of the Year Edition. Christopher R. Sabat, Game of the Year Edition. Wissenschaft, Game of the Year Edition. Das ist irgendwie alles kacke. Ne. Irgendwie alles Bullshit. Ich kriege immer die beschissensten Auswahlmöglichkeiten. Bullshit TV. Ja, Mann! Nein! Du schwanzlutschner Esel, ey. Was? Der Bohrer kommt von rechts, pass mal lieber auf. Der Bohrer von links. Der von hinten ist am schlimmsten. Und was hast du zum Zeigunterricht dabei? Also hier was für ein Unterricht? Zeigunterricht? Ja, Show and Tell ist halt, bring Sachen mit und erkläre, was es ist. Was man Gott. Viele oh Gott, der hat schon wieder was Gutes gesagt. Einfach, ganz einfach. Nicht gepackt, gepickt hat er. Und das kannst du zeigen. Ja, Schwanz, ey. Schwanz. Dieses Gleitgel. Oh, gut. Und lebenslange Trauer. Ja. Oh Mann, da kommt Schwanz oder Gleitgel bestimmt. Oder das letzte? Schwanz oder Gleitgel. Oh, das letzte. Oder? Ja, Mann! Yeah! Ja. Oh, Mann. Also jetzt einfach nur irgendwas im Angelegen, Alter. Einfach gar nicht wissen, was da steht. Ja, ne? Nee, ich weiß, was da steht. Und ich aber ich doch nicht. Also, Buffalo ja nicht. Nee, aber der Buffalo. Lebenslange Trauer ist schon lustig, so zum Zeigen und Erklären. Für? Ja. Naja. Der bei weitem beste Stand an jeder Anime-Convention ist der für... Für... Beste Anzeigestand für Anime-Convention ist... Der beste Stand auf jeder Anime-Convention ist der für das Glasdach. Ist der für das kleine Horse. Also Pferd. Horse. Pferd, ja. Oh ja, ne? Für den kleinen Horse. Was? Ist der für jemand else... Jemand else ist... Andere. Gute Güte, die Sprachen verschwimmen. Ist der dafür, die Spucke jemandes anderen zu essen? Also, was Sabber. Wird das jetzt wieder? Nicht oh nein! Ja, so, ich wusste, dass der Buffalo das nimmt. Ich wusste es einfach. Oh Mann, ey. Bling, das war mein Skype. Ja, das ist doch Bling und Plong machen. Das wird immer am coolsten. So. Bling und Plong. Next das neue Buch JK. Von J.K. Rowling. Harry Potter und die Kammer der... Oh, da gibt es einen schönen Farsch von. Ich weiß, der geheime Porno-Keller. Ja, der geheime Pornokeller kommt jetzt schon rein. Und ein Stein. Der geheime Pornokeller und der Stein. Und ein Stein, das gibt's auch. Neu von J.K. Rowling. Harry Potter und die Kammer von George Clooney's Duft. Und die Kammer der Glory Holes. Und die Kammer der Emotionen. George Clooney's Muskel, ey. Ja, Mann! Oh, Mann, du hast genau das Richtige gezippt. Ja, Mann. Was heißt denn echt Glory Holes nochmal? Ja, das sind die Löcher, wo man was Löcher. Durchsteckt und dann... Das kann was durchstecken. So, gut. Ja. Ich so, wo du den anderen Sexpartner nicht siehst, oder? Genau. Achso. Ich erinnere mich noch, als gerade erst anfing. Ich gerade als da sind wir, okay. Warte doch mal.
Ja. Ich erinnere mich noch daran, als Rassenstereotypen gerade erst anfingen. Ich erinnere mich noch daran, als Hey Arnold gerade erst anfing. Ich erinnere mich noch daran, als Fursuit-Abenteuer gerade erst anfing. Ja, sorry Leute, aber Hey Arnold ist schon Hey Arnold ist geworden. Ja, was kommt als nächstes? Attacke. Gerüchten zufolge ist Wladimir Putins Lieblingsdelikatesse mit ausgestopft. Okay. Super. Hab ich gar nichts hier. So. I'm finished. Yes? Okay, right. Juhu. Was? Nichts, ich hab nur vor mich hingedrückt. Klappe. Hey. Bin ich Admin, krieg ich dich aus dem Kanal raus, Alter. Oh, ganz ruhig, ganz. Ach, du sagst mal, Alter, das erlebe ich mal nach 5 Jahren. Wir kennen uns seit einem Monat. Naja, deswegen. Gerüchten zufolge ist Vladimir Putins Lieblingsdelikatesse. Irgendwelche Sklaven, die mit tollen Twitter-Accounts gestopft sind. Ist deine Lieblingsdelikatesse ein Display, das Smarty fertiggebracht hat, mit Worten gefüllt? Tschüss. Das war wahrscheinlich der Gabo. Gabo. Jo, okay. Gabo. Tschüss, Gabo. Okay. Ich wink dir nochmal in die Facecam. Tschüss. So. Seine Lieblingsdelikatesse ist ein Facebook-Spion, der mit was auch immer der Jutina-Film war. Letzte wird wahrscheinlich. Also, Blue Uhu hat gewonnen, würde ich sagen. Pass auf jetzt. Nee, 22 war, glaube ich. Oh, 22. Oh. Ja, das letzte war meins. Oh. Das tut mir jetzt aber leid für dich. Boah, ich habe gedacht, mit dem Twitter-Account, da wird cool kommen, aber keiner nimmt's, Mann. Ach, Mann. Vielleicht wurde sie jemand geboren. Vielleicht ist es auch Maybelline. Maybe it's Maybelline. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Als vielleicht heißt vielleicht, ne? Ja. Ja. Vielleicht sie ist geboren ist, aber vielleicht ist sie. Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es auch nur Maybelline Jade. Das steht aber nicht. Da ist so ein Loch. Ja, weiß ich, aber die Werbung kennt man ja. Friendly Fire. Born with it, maybe it's some kind vielleicht of wurde Birdman. Sie damit geboren. Vielleicht ist es auch nur Friendly Fire. Vielleicht ist sie damit geboren worden. Vielleicht ist es auch nur das Geräusch, das rote Pandas während des Sexes machen. Vielleicht ist es auch nur die Art von Vogelmensch. Ei. Boah, ich darf jetzt nicht Blue picken, ey. Ich darf jetzt nicht Blue picken. Machst du aber sowieso. Hast du die ganze Zeit schon. Ja, eigentlich schon. Ich hab nicht schlechte Karten gehabt. Ja, du sagst immer schlechte Karten, trotzdem wird das genug. Nee, wirklich. Hast du nicht. Ich hab zwischen den ersten und zweiten Buch gewählt. Waffel steht auf Sex mit Pandas. Scheiße, Mann. Blue, du verarschst mich. Alter, ey, ganz ehrlich. Ja, diesmal war es wirklich verarscht. Aber die davor, die waren wirklich ernst. Dieser Gegenstand wurde seit Generationen in der Armstrong-Familie aufbewahrt und weitergereicht. Full Metal Alchemist. Ei. Ach komm, nimm mal das mal. Scheiß drauf. So, jetzt muss ich aber auch mal gucken. Ja, nimm mal. Dieser kleine Kuribus befindet sich seit Generationen in der Familie der Armstrongs und wurde an jeden weitergegeben. Der Hamburger-Dieb. Wortspiel. Hamburger. Wurde seit Generationen in der Armstrong und so weiter und so fort. Die J15 Patrioten Sturmkiste wohl und so weiter und so fort. Ja, der dritte wird's, sag ich doch. War mir klar. Aber war nicht Uhu. Mhm. Nee, das ist gut. Jeder hat's verdient, außer Uhu. Dies ist mein Fetisch. Oh Mann, da würde ich gerne mitmachen. Da hätte ich eine richtig geile Karte gehabt. So. Oh Gott. Scheiße.
In die Spendenbox eines Schreins scheißen. Das ist mein Fetisch. 10 Liter Blut verlieren, überlegen. Das ist mein Fetisch. Erdnussbutter auf meine Genitalien. Erste oder dritte, ey. Erste oder dritte. Ich weiß es schon, erste oder dritte. Ja, war mir klar. Aber Hauptsache Vego bekommt's. Jo. Aber Blue hat ja auch gepickt. Ja. In der neuen Tourismuskampagne programmiert Detroit ganz stolz, dass es endlich eliminiert hat. So. Hammer. In der Unterstützungskampagne programmiert Detroit ganz stolz, dass es endlich Eisklopfe Dead eliminiert hat, Anime. Dass endlich die Manpower of Doom eliminiert hat. Die Männerlatte halt, ne? Und dass es endlich den gesamten Mormon-Tabernakel-Chor eliminiert hat. Tabernakel-Chor hört sich geil an. Das letzte. The Man of Pur is the Ente Mormon, keine Ahnung. Also Mormon ist irgendeine Region, Tabernakel ist irgendein Schränkchen in der Kirche, glaube ich. Bitte nicht Blue, bitte nicht Blue. Da war Blue. Ja, oh Mann, Alter, musstest du die Scheiße picken, ey. Dich Mann. Ins Nee. Ey, pass ja. auf, ich hab, pass auf, ich kann es jetzt finishen, ja? Wenn ich Blue jetzt picke, ist vorbei. Das stimmt. Im siebten Kreis der Hölle müssen Sünder für alle Ewigkeit aushalten. Wie tickt Blue? Nein, du nimmst das Falsche. Na, ja, wird fucking aus. Im siebten Kreis der Hölle müssen Sünder einen Vogel, der ein Pferd fickt, für eine Ewigkeit aushalten. Müssen Sünder die gesamte letzte Episode von Blood Sea in einer Ewigkeit aushalten. Müssen die Sünder die Vergewaltigung des Tokyo Towers für eine Ewigkeit aushalten. Oh Mann, das wird jetzt schwer. Was nimmst du? Ich will Blue nicht haben, ey. Der hat vorhin gesagt, er hat so eine richtig geile Karte. Bird fucking Horse wäre eine geile Karte, ja. Nein, hat er nicht. Wähle mit Bedacht. Ich wette mit dir, der hat 2 oder 3 bestimmt. Ich wähle mit Bedacht, Rapping, ich glaub, aber ich glaube, er hat da. Ich glaube. Nee, doch nicht. Ja. Ah, ja. Gut, No Gaming, danke für den Tipp. Lau hat mir einen Tipp gegeben, so. Jo. Dieses Mal war bei Total Moses Top 10 sein Gast. Du musst selber lachen. Also das Unlogischste wird wohl von Buffalo sein, wahrscheinlich jetzt. Na, Gott, ey. Naja, wer weiß. LPC Krongo, ey. LPC Krongo. Oder Psi. Psi, ja. Steins Gate. Okay. Diesmal Brutal Roses Top 10 Gast Elpsi Kongro, sexuelle Erregung durch Kindercartoon. Und etwas, das aussieht das wie eine Kiste, aber tatsächlich eigentlich eine Kiste ist. Also hier, ne? Pappbox, Holzbox. Nein! Jawohl! Oh nein, gib mir doch nicht die Kacke, Mann! Geil! Ja, oh, Mann! Ich flatter mal weg, ne? Okay. Ja. Flup, 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 ciao. Lass mal das. Dann also ja. Bis zum nächsten Mal oder so. So, Leute, das war jetzt der Montagabend-Shit. Ja, ihr habt mitbekommen, dass es nicht mehr unter 18 freigegeben ist. Die Leute, die zuschauen, die sind über 18. Und wenn ihr Bock habt, ja, die Verlinkung ist unter dem Video. Schaut es euch einfach an. Guckt einfach selber rein, wenn ihr perfekt Englisch könnt. Oder ihr so, nehmt euch einen Übersetzer mit, dann wird's richtig geil. Bis dahin, ja. Ciao. Ciao. Ciao.